Oh, das ist so eine Wegkurve, den will ich gar nicht. Hä? Warum macht das immer so eine Kurve? So. Ne? Ich meine, da ist jetzt kein schöner Weg, ne? Aber das passt schon. Jetzt spielt er wieder Hausflipper. Junge, 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 Junge. Okay, super. Das ist sehr gut, dass wir jetzt so ein Souvenirgeschäft haben. Da könnt ihr sich jetzt schön Sachen kaufen. Da können sie noch schön was fressen gehen. Gebt mir euer Geld, bitte. Ich brauche das. So, wie sieht es mit der Inselbewertung aus? Ja, Vielfalt annehmbare Zufriedenheit. Das ist sehr schön. Die Besucherzahlen schießen ein wenig in die Höhe. Ja, ein bisschen Verlust gemacht. Das ist natürlich durch das Souvenirgeschäft, aber das macht nichts. Das Expeditionsteam ist back in town. Und dann wollen wir doch direkt mal gucken, was die so Schönes mitgebracht haben. Was haben wir denn da? Aha. Boah. Naja, komm. Ja, damit. Wir nehmen, was wir kriegen können, ne? Aber wir schicken die gleich wieder los, wenn wir noch Kohle haben. Dafür reicht das leider nicht. Er ist zu teuer. Dann geht halt mal hier drüben schauen. Was haben wir denn noch? Teilweise erschöpft. Hier ist es noch nicht erschöpft. Go! Sehr geil! Ja, und jetzt heißt es einfach wieder abwarten und Tee trinken. Und vielleicht hoffen, dass wir... Geringe Zufriedenheit. Ach Mann. 17.000. Yes! Es geht wieder nach oben. Ich freue mich. Haben wir vielleicht noch einen Auftrag, den wir annehmen können? Warte mal. Ich guck mal gerade. Aufträge. Neuen Auftrag bitte. Machen wir mal ihn hier. Oder ihn hier vielleicht. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben. Also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. Ach du liebe Zeit. Okay. Okay, das mindestens 10.000 wert ist. Wir hatten vorhin von einem Dinosaurier eins gehabt, das war 3.000 wert. Junge, Junge, Junge. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Diese Musik, ne? Hier, komm. Was ist denn mehr wert, bitte? Als zufriedene Kundschaft. Hey, geil. Ja, nee, warte mal. Ich drive mal ins Gehege rein. Diese Musik, ne? Guten Tag. Und wie viel ist das wert? Wett? Wollt ihr mich verarschen? So, komm, das ist aber jetzt was wert, oder? Ach, nur? Ach, komm. Guck mal, das ist doch voll süß. Ach komm, ey. So ein Witz. Wo ist der andere da hinten? Wahrscheinlich würde das mehr bringen, wenn wir so ein T-Rex-Dingens hätten. Guck mal, das ist doch geil. Oh, 3000 nur? Ach komm. Wahrscheinlich bräuchten wir auch. Wahrscheinlich müssten wir gucken, dass da mehrere drauf sind hier. So vielleicht. Ah, okay. Schade. Naja. Tschüss. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das wird erst was, wenn wir so ein T-Rex oder sowas haben, ne? Ich denke mal, vorher brauchen wir damit Fotos gar nicht anfangen. Können wir noch... Wir können wahrscheinlich immer nur einen Auftrag annehmen, oder? Oder? Geht auch mehrere. Okay, wir müssen noch warten, alles klar. Sind die Herrschaften wieder da? Oh, die brauchen noch einen Moment. Wie sieht es mit den Einnahmen aus? 15.000, ist wieder ein bisschen zurückgegangen. Passt schon. Ich würde dann langsam echt gerne mal so ein... Ich weiß, es ist kein T-Rex, aber ich würde den halt langsam echt gerne mal bauen. Den Herren. Da kommt das Expeditionsteam, sehr gut. Mal gucken. Das solltet mal hier Regel kriegen hier, wa? So, Expeditionsteam ist gelandet. Sehr gut. Und was haben wir hier? Ja, Mann! Ja, geil! Platin, Alter! Weg damit! Schön. Dann können wir das hier direkt extrahieren. Alter, nice. Das ist eine Finanzspritze, die uns jetzt echt gut tut. Jetzt müssen wir die nur besonnen einsetzen, tatsächlich. Können wir denn... Der kostet 500, ne?
Naja, okay. Das ist sehr viel Geld. Vielleicht noch ein Momentchen warten, da müssen wir auch gucken, dass wir halt auch die Infrastruktur dann dafür haben, weil das ist hier momentan, wir müssen ja auch Fressen kaufen und so. Müssen wir mal sehen. Ich wollte nach den Aufträgen nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwas annehmen können. Auftrag anfordern? Ja, dann nehmen wir halt mal ihn. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Ja, ich hab nicht mein ACU-Transportteam, Digga. Sorry. Muss ich ablehnen. Haben wir nicht. Geht nicht. Ich schicke das Expeditionsteam aber nochmal los. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Kohle. Dann geht's jetzt nochmal ab nach China, Freunde. Oder in die Mongolei, besser gesagt. Ja, das ist China. Wieder zu Raptor. Ja, komm. Gibt mir einen Velociraptor. Tor. Ja, was für ein schönes Tor. okay. Wie sieht's aus? 16.000 pro Minute. Ich würde ja an sich noch irgendwie so andere Dinosaurier. Wir könnten natürlich auch jetzt hergehen und könnten erstmal hier so welche noch bauen. 210 kostet da eine. Edmontosaurus könnten wir bauen. Wenn wir davon vielleicht nochmal zwei Stück machen und die erstmal raussetzen. Einfach um die Vielfalt so ein bisschen zu erhöhen, weißt du? 550 kostet der. Junge, Junge, Junge. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Wir warten jetzt erstmal ab, was die von den Links mitbringen. Vielleicht haben wir da ja... Was? Im Business ist immer Luft nach oben. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Ich habe ja noch nicht mal einen Stern. Wie soll ich denn das... Hä? Das kann ich nicht machen. Ich habe ja nicht mal einen Stern. Das ist auch Schwachsinn. Brauche ich nicht angehen. Aber warte mal. Können wir neun... Ach ne, können wir noch nicht. Okay. Ja, wieso? Wir haben noch nicht mal einen Stern. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir da mehr haben, tatsächlich. Geringe Zufriedenheit. Warum? Warum ist das geringe Zufriedenheit? Sichtbarkeit ist 100%. Nahrungsbewertung. Getränkebewertung 17%. Spaßbewertung. Einkaufsbewertung. Transportbewertung. Okay, warte mal. Gäste. Ja, wir könnten noch... Okay, das Hotel ist zu teuer, aber wir könnten noch einen Kleiderladen bauen. Zur Not. Einkaufen, damit die einfach noch was einkaufen können. Das können wir noch machen. Können wir hier oben hinsetzen. Hier. Bam. So, ihr kriegt noch eine schöne Wegeverbindung. Zack. Das können wir noch machen. Strom hat das aber nicht, ne? Warte... Kriegst du noch ein schönes Umspannwerk daneben gesetzt. Ist ja gar kein Problem. Hier, ne? Alles für die zufriedenen Kunden. Ja, komm. Mal so. Ja. So. Dann haben wir wieder banges Warten auf das Expeditionsteam. Und nochmal gucken, was die Herrschaften uns so mitbringen. Boah, nochmal so ein bisschen Platin wäre geil. Zweimal am besten. Okay, sind noch nicht da. Da kommen sie gerade. Hallo. Ansonsten machen wir das, wie ich gerade gesagt habe. Wir bauen nochmal zwei von den anderen. Damit wir, Ja, Mann! Alter, nice. Nice. Ja, her damit. Alter. Krass. Jetzt könnten wir auch einen so einen dicken bauen, ne? Ja, machen wir auch. Wir lassen das jetzt ein bisschen... Wir lassen das jetzt ein bisschen hoch gehen und dann bauen wir hier drüben so ein Fleischfresser-Dino hin. Hier so ein. Machen wir es erstmal wie in dem anderen Park. Da hat das ja auch super funktioniert. Wenn da natürlich dann die Herstellung oder das Ausbrüten fehlschlägt, wäre natürlich... Das wäre der K.O.-Schlag für diesen Park hier. Dann wäre das, glaube ich, echt vorbei. Aber das machen wir. Hier drüben kommt so ein Dicker hin. Weil der halt wirklich auch die Leute anlockt, ne? Der lockt die Gäste einfach an. 313 Besucher ist halt nicht die Welt, ne? Oh nein. Scheiße. Okay, pass auf, wir bauen eine Wetterabwehrstation noch. Das machen wir jetzt erstmal. 100.000, die müssen wir investieren. Und zwar hierhin. Zack.
Da brauchen wir Weg und Strom für. Warte. Weg. Zack. Und Strom. Besser ist das. Hier kriege ich noch richtig schön Strom hingesetzt. Zack. So. Ja, weil die kriegen nämlich einen fetten Sturm jetzt gerade. Und dann ist das besser. Oh nein, der Sturm kommt tatsächlich. Das gibt's nicht. Shit. Komm schon. Ja, Mann. Pass auf, wir machen da Dingen auf. Okay, rein mit euch in die Schutzabwehr-Dingens hier. Oh, fuck. Okay, Schutzräume sind geöffnet. Sehr gut. Okay, das Ding ist, wir haben kein ACU. Also das heißt, wir können dagegen im Grunde genommen nichts tun, wenn jetzt hier irgendwie die Gehege oder sowas aufgehen. Scheiße, Mann. Okay, die Gäste sind, glaube ich, soweit ganz gut versorgt hier drin. Ah, das versorgt auch relativ weiträumig den Park. Das ist sehr gut. Wunderbar. Nein. Was wurde beschädigt? Okay, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Da warten wir ab, bis der Sturm vorbei ist und dann können wir das reparieren. Das ist gar kein Problem. Alter, der scheiß Sturm, der fegt jetzt hier voll drüber, oder was? Okay, wir lassen die jetzt einfach in dem Schutzraum eingeschlossen. Und lassen die erst wieder raus. Ne? Weißt du Bescheid? Alter. Heute soll es regnen, stürmen oder schneien. Junge, Junge, Junge. Hoffentlich geht nicht noch mehr kaputt. Wir sind gerade erst auf einem aufsteigenden Ost gewesen, ne? Und jetzt fängt das hier an zu stürmen, das gibt's doch nicht. Kacke. Aber nichtsdestotrotz schicken wir unser Ranger-Team nochmal los. Die kriegen das schon irgendwie hin hier bei dem Sturm. Die sollen sich mal nicht so anstellen, die werden dafür bezahlt. Oh, der Sturm ist vorbei. Nice. Okay. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich zu Ihren Gästen. Wir möchten uns für alle... So, kommen Sie wieder raus hier, wunderbar. So, da braucht man ein Ranger-Team. Hier. Einmal reparieren, bitte. Reagiere auf Reparaturanfrage. Sonst sieht das, glaube ich, alles soweit ganz schnaffte aus, oder? Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Ja, da hinten müssen wir noch reparieren, aber sonst, bis auf das Ding hier kaputt gegangen ist, ist das eigentlich alles soweit ganz in Ordnung geblieben, oder? Ja, doch, sieht okay aus. Den Dinos geht es auch soweit ganz gut. Ja, doch. Sehr schön. Das Ranger-Team, die rücken gerade alle aus. Die Leute verlassen den Schutzbunker wieder. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und unsere Sternebewertung ist auch ein bisschen hochgegangen. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen runtergegangen, warum auch immer. Was da jetzt genau der Grund für war, keine Ahnung. Okay, wie sieht es mit dem Gewinn pro Minute aus? 21.000. Ja, geil! Wir haben den Park ein bisschen gerettet, glaube ich. Aber nur ein bisschen. Puh, schön. Okay. Die verlassen den Schutzbunker. Das hat alles wunderbar funktioniert. Das freut mich. Dass wir noch alle leben, ne? Das ist ja immer das Gefährliche. Wo kommen hier Leute raus? Waren die da drin eingeschlossen oder was? Können Sie uns helfen, bitte? 21.000 pro Minute. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Mal gerade schauen, warte mal, wo war das hier mit den Aufträgen? Hier, glaube ich. Okay, ist wieder ein bisschen runtergegangen, die Gewinnspanne. Ich glaube, das variiert aber irgendwie immer so ein bisschen, kann das sein? Okay, wir probieren es nochmal mit ihm. Was hat er denn diesmal? Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Ja, das machen wir. Das wollten wir ja sowieso tun. Diese Gelegenheit ist zu gut, um sie auszulassen. Ich weiß, dass ich das immer sage, aber ich meine es auch immer ernst. Okay, was meint der jetzt genau? Ich habe keine Ahnung, was der jetzt von mir wollte. Aber ja, sehe ich genauso. Hä? Was willst du von mir, du Idiot? What do you want from me? I'm doing it perfectly. What do you want from me? Fossilien? Platin? Ah, nicht ganz. Schade.
Rhodium. Nehmen wir natürlich gerne. Das oh ja, Vogeleier. Weg damit. Und er hier wieder. Ich glaube, den können wir sogar bald schon bauen, wenn das so weitergeht. Voll nice. Pass auf, bevor wir gleich keine Kohle mehr haben, wir tun es. Und bitte, ich bitte doch darum, bitte schlage nicht fehl. Bitte. Bitte nicht fehlschlagen. Das wäre wirklich, das wäre der K.O.-Schlag für dieses, hier, ne? Für dieses gesamte, für diesen gesamten Park, wenn das jetzt fehlschlägt. Aber wir sind bei 98%, das darf eigentlich gar nicht fehlschlagen. Normalerweise. Ich schicke ihn jetzt noch nicht los, wir kriegen ja gleich ein bisschen Kohle. Wenn wir den Fleischfresser ausgebrütet haben. Bitte schlag nicht fehl, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Und wenn wir dann ein bisschen flüssiger sind, können wir hier noch ein bisschen Elektrozaun machen. Und können das auch, glaube ich, sogar noch ein bisschen erweitern hier, ne? Ja, doch, wir können hier noch ein bisschen rumgehen. Das ist sehr gut. Hier haben wir ein Zwischengehege zu den Pflanzenflässern. zu den Pflanzenflässern. Das müsste eigentlich ausreichen, hoffe ich. Ich hoffe, dass die denen, also dass da nichts und so, ne? Dass sie da drüben keine Action schieben, ansonsten gibt's auch Fresse. Mal. So, ich sehe gerade, dass mein Handy noch LTE an ist. Das ist nicht gut. Ist der Datenvolumen gleich wieder leer. Zack, weg. Okay, wie sieht's aus? 33%. Große Anspannung hier gerade bei mir. Ich habe Angst, dass das fehlschlägt. Ich schicke die gerade nochmal los, ne? 105 ist zu teuer. Velociraptor. Komm, wir sehen, wir haben den jetzt die ganze Zeit hier. Wir wollen den endlich bauen dann. Ab in die Mongolei mit euch. La da da, la da da, la da da, da 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 da. 17.000, okay. Ab in die Mongolei mit euch. Wir sind bei 48%. Bitte schlag nicht fehl, liebes Brut-Dingens, bitte. Bitte enttäusch mich nicht, gell? Bitte nicht enttäusche, gell? Das wäre scheiße, wenn das jetzt nicht klappt. Das wäre echt scheiße. Da wischt dich an etwas Schmarrsult. Können wir den Park hier abreißen oder so. Bauen wir eine Hotelsiedlung hin oder... Keine Ahnung. Ist ja hier am Strand, ne? Ist ja ganz schön eigentlich. Ist ein bisschen steil hier, aber hier können wir doch wunderbar... Strandpromenade machen. Guck mal, da ist auch Kilometer lang hier. Ah, da drüben ist eine andere Insel gerade gewesen. Da und da drüben ist auch noch eine. Da. Hm. Ich mag das Spiel, muss ich echt sagen. Also ich bleib dabei. Ich finde das Spiel echt nice. Das macht mega Laune, es ist echt, es ist, dingens, motivierend, dass man halt eben diese ganzen Inseln freischalten kann und sowas. Also das ist schon geil, muss ich sagen. Es macht echt Laune. Und wenn wir jetzt in wo sind wir jetzt, in 9. Folge, glaube ich, 9. oder 10. Folge, haben wir halt gerade mal einen kleinen Bruchteil von dem gesehen, was das Spiel auch so bietet. Das ist halt echt schon krass. 77%. Bitte schlag nicht fehl. Mit der Geburt. Geburt. Wie sieht es mit den Besucherzahlen aus? Muss man ab und zu mal im Auge behalten. 200, 300 immer noch. Okay. Ja, die geringe Vielfalt... Was ist heute los? Die geringe Vielfalt, der arbeiten wir jetzt gleich mit dem Fleischfresser hier entgegen. Ich bin doch ziemlich sicher, dass das einige Leute freuen wird. Wenn wir so einen Fleischfresser am Start haben. Das lockt ja dann doch nochmal so ein paar Besucher an. Das hat ja im anderen Park auch wunderbar funktioniert. Ja, komm, noch 3%, bitte. Nicht fehlschlagen. Komm schon. Ja, Mann. Raus mit dir. Ich habe gerade erfahren, dass der Kunde zufrieden ist. Wir sind mit ab. Gut gemacht. Geil. Nice, jetzt haben wir nicht ein bisschen Kleingeld. Jetzt können wir dem auch hier schön was zu futtern holen. Nee, warte, das ist falsch. Gehege. Hier, guck mal da. Alter, die kostet 250.000, Mann. Das ist so krank. Das ist so krank. Okay, diesmal leider nichts zum Verkaufen. DNA extrahieren ist leider auch nicht drin momentan. Hier, das können wir machen. Aber ich hoffe einfach mal, dass er hier... So. Gronkosaurus Junior. Ich hoffe mal, dass Gronkosaurus Junior diesem Park hier ein bisschen Leben einheibst. Vor allem ein bisschen dazu verhilft, dass dieser Park ein bisschen mehr Vielfalt hat. Ja, bitte sehr. Guck dir das an hier.
Guck dir das an. Ein Fleischfresser. Und wir haben noch ein bisschen Kohle gekriegt, weil wir das Genom vervollständigt haben. Juhu. Nice. Weiter so. Ja, Isaac. Geil. Okay, warte mal. Ranger-Team, ich würde gerne ein Foto von unserem Neuankömmling machen. La, da, da. La, da, da. Vorsicht! Ich hab keinen Führerschein. Hui! Wollen wir das hinkriegen? Oh, komm, was? Ist doch nicht. Wunderschön. Ah, das ist doch scheiße. Komm, wir gehen hier ran. Ja, okay. Alles klar, tschüss. Schade. Schade, ich dachte, das reicht vielleicht schon. Na gut. Okay. Egal, scheiß drauf. Vielleicht, wenn wir zwei Stück haben oder sowas, vielleicht bringt das dann mehr. Mal gucken. Das sieht auf jeden Fall hier alles ganz gut aus. Der Park läuft, Freunde. Wir sind im Positiven, muss ich sagen. Wir sind tatsächlich positiv. Wir haben eine gute Sternebewertung. Wir haben super Gewinne momentan. Wir haben wahrscheinlich auch ordentlich... wir haben das Doppelte an Besuchern jetzt gerade einfach mal mit einem einzigen scheiß Fleischfresser. Das ist schon krass. Geborgenheit ist bei 87. Warum? Grasland. Okay, dem fehlt ein bisschen Grasland. Das soll er natürlich kriegen. Ja, das ist ja... das ist ja wohl absolut überhaupt kein Problem. Hier, guck mal. Das findest du doch geil, oder? Ist das geil? Oh, hier so ein bisschen. So, guck mal. Schön. Oder ist ihm das zu viel Grasland? Das weiß ich, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ist ihm das jetzt zu viel Grasland oder zu wenig? Das verstehe ich nicht. Geborgenheit, 84. Krankheit einge... Was? Wir haben eine Krankheit? Wer ist krank? Aber dann aber mal ganz schnell jetzt hier die Herrschaften. Ranger-Team, Aufgabe. Fahnenvergiftung zur Heilung bedingt. Was? Och nö, jetzt kann ich den nicht heilen lassen oder was? Das ist doch scheiße. Ach komm. Ich kann den wirklich nicht heilen jetzt. Oh, das ist doch scheiße. Warte mal, kann ich? Warte mal. Aha. Moment. Wir switchen mal kurz die Insel. Pass mal auf, wir gehen jetzt mal kurz auf die andere Insel rüber. Hierhin. Und da gucken wir mal gerade, ob wir die Fahnenvergiftung dort bei der Forschung reinschmeißen können. Genießen Sie die Fahrt. Josh. Gyrosphärenbetreiber. Nee, wir gucken mal gerade, ob wir hier quasi die Dingens machen können, die Forschung dafür, und dass wir das dann auf der anderen Dings benutzen. Ja, 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 danke. Lalala, Forschungszentrum, Forschung ansehen. Gebäude, Medizin. Fahnenvergiftung, scheiße. Zwei Forschungszentren benötigt. Fuck. Was kostet ein Forschungszentrum? Toll, jetzt sehe ich das hier nicht. Fuck. Wo war das hier? Hier. Dann bretter aber wieder rüber. Zur Insel rüber. Bauen wir nochmal schnell ein Forschungszentrum, dass wir das forschen können. Dass uns der arme Dinosaurier da jetzt nicht abnippelt. Da will doch keiner. Ich will nicht, dass du stirbst. La, da, da. So, überspringen. Ja, ja, ja. Ich kenne die Insel mittlerweile schon. Unser Dingen. Ah. Oh. Das ist aber teuer. Aber gut. Die Einnahmen erlauben uns das momentan. Glaube ich. Warte. Zack.
Ja, scheiß auf grüne, blühende Natur. Wir brauchen Forschungszentren. So, Strom ist da, oder was? Okay, der Ding ist gleich fertig. Und dann gucken wir mal, dass wir da... Wie sieht die Einnahme momentan aus? 73.000 pro Minute. Sehr schön. Ich sage, wir können uns das momentan schon leisten. Stromversorgung. Falscher Knopf. Stromversorgung ist auch okay. Wunderbar. Und sobald das Ding dann gleich fertig ist, schauen wir mal, dass wir, ne, und so. Dass wir das direkt forschen, dass wir dem armen Burschen helfen können. Ich hoffe, das Geld reicht, sonst kotze ich. Komm schon! Komm schon! Schneller! Der Dino nippelt gleich ab, hallo! Wollt ihr ein Dinosaurier auf dem Gewissen haben? Ich glaube nicht. Ah, fertig, nice. Go! Neue Forschungsoption. Sehr geil. Bevor wir irgendwas machen, medizinisch. Fahnenvergiftung. 75.000. Gib ihn. Weniger als eine Minute verbleibend. Los, schneller! Los, bevor er stirbt! Lebt er noch? Ich hoffe doch. Oder ist er schon tot? Nee, er lebt noch. Ah, 54% Gesundheit nur noch. Das wird ein Kampf um die Zeit. Wie lange braucht das noch? Los! Komm schon! Niedrige Gesundheit. Ja, ich weiß. Es ist aber zu... Nein! Okay, muss ich das gleich noch beim Ranger-Station hier eindingsen oder was? Nee, ne? Das wird automatisch dann gemacht. Ich wähle schon mal das Ranger-Team aus. Los! Lege weitere Aufgabe fest. Schnell, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren jetzt. Zack, 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 zack. Das muss jetzt ruckzuck gehen, Freunde. Warum seid ihr noch nicht da? Da hinten kommen sie. 40% haben wir. Forschung abgeschlossen, Fahnenvergiftung. Sehr gut. Da kommen sie. Jau, einfach fett durchs Wasser gefahren. Scheiß doch der Hund drauf. So, mein Kleiner, dir wird... Kevin, Kevin, wir helfen dir. Ist gar kein Problem. Zack. Juhu! In Panik, jetzt hat er natürlich erstmal Angst. Das macht aber überhaupt nichts. Ja, ihm geht's wieder gut. Sehr schön. Ach, nice. Gott sei Dank. Okay, jetzt kann ich die Aufnahmesession auch gleich beruhigt beenden. Puh, naja, also es war mal wieder eine Freude heute. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich muss jetzt gleich noch ein bisschen PUBG und ein bisschen Rocket League aufnehmen in diesem Sinne. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Spiel macht einfach nur mega Spaß. Wir sind jetzt bald bei 10 Folgen und ihr habt ja schon verlautbaren lassen, dass ich auf jeden Fall noch weiter zocken soll. Das kommt mir sehr gelegen, weil ich es privat wahrscheinlich wieder nicht schaffen würde, das Spiel zu spielen. Aber jetzt im Let's Play... klappt das doch ganz gut. Okay, ich glaube, die Geborgenheit, ich glaube, der hat doch keinen Bock auf dieses Zeug hier, ne? Das ganze Grasland. Wir machen testweise mal gerade noch schnell das Grasland weg. Vielleicht hat er da ja doch nicht so wirklich Bock drauf. Wie meinen das weg? Ah, hier. So, hier. Wir machen das mal testweise weg. Da, scheiße, habe ich den Baum auch weggemacht. Und gucken da mal, ob ihm das besser gefällt. Das machen wir dann aber in der nächsten Aufnahmesession, wie gesagt. Ich überlasse jetzt einfach mal alles Weitere dem künftigen Aufnehmer hier und speichere hier mal gerade nochmal. Let's Play 2 waren wir gewesen. Zack. Speichern. Sehr gut. Bitte sehr. So, und bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal und tschüss.